Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zum zweiten Teil des Testvideos für dieses hocheffiziente Panel. Speziell jetzt von mir geplant für den Herbst. Ich muss dieses Video jetzt drehen, beziehungsweise auch dieses Intro hier, weil ich war schon draußen, habe einfach nochmal, als bei uns richtig böse Nebel war, ihr werdet das dann sehen, und als danach zum Glück richtig knalle Sonnenschein war, nochmal dieses Panel mit den neuen Busbars getestet und habe mir es nicht nehmen lassen, das 80 Watt Solartronics Panel mit zwei Busbars mal daneben zu tun, mal zu gucken. Ich bin das ja gewohnt, ich weiß ja, die Teile haben eine gewisse Diffuslichtfähigkeit, aber wie verhält sich das? 80 Watt, 100 Watt, ich weiß, es ist nicht repräsentativ. Ich wollte jetzt aber einfach mal die Leistungsgrenzen dieses Panels wissen, bevor ich jetzt dann diesen Test starte. Und ja, das Projekt ist in mir jetzt schon so weit gereift, dass ich verschiedene Panels von verschiedenen Herstellern jetzt dringend mal ranholen muss, weil ich einfach wissen will, ob das jetzt nur bei den Panels jetzt so krass ist, dass die wirklich das liefern, was auf dem Aufkleber steht und auch bei miesem Licht extrem gut liefern. Oder ob das generell eine Entwicklung ist. Das kann ja sein, weiß ich nicht. Muss man mal schauen. So, zwei Hinweise vorher, bevor wir jetzt rausgehen. Das Video wird legendär, wirklich, schaut euch das bis zum Ende an. Ich habe das, glaube ich, noch in keinem Video gesagt, das ist einfach nur cool, schaut es bis zum Ende. Aber trotzdem noch zwei Hinweise. Das erste ist, wem jetzt die YouTube-Werbung ein bisschen auf den Keks geht. Als Backup-Variante, falls ich mal irgendwie mit YouTube Probleme haben sollte oder für die Leute, denen die dringend ein alternatives Medium suchen oder denen die Werbung auf den Keks geht, die können jetzt auch die Inhalte auf odyssey.com anschauen. Ist eine alternative Plattform. Dort wird im Hintergrund, glaube ich, so ein paar Prozent eurer Prozessorleistung wird genutzt, um irgendwelche Krypto-Berechnungen zu machen. Darüber finanzieren die sich, alles cool. Und man muss keine Werbung schauen. Ist auch nicht schlecht. Das zweite ist, wie immer sind die Sachen unten verlinkt. Und ich verlinke das jetzt in der anderen Reihenfolge. Erst die Links direkt von Solartronics in dem Fall. Wenn es jetzt ein anderes Video, also ein anderes Panel wäre, würde ich das auch von denen als allererstes verlinken. Dann eBay und dann Amazon. Einfach aus dem Grund, man kann auf den meisten Herstellerseiten, jetzt bei Solartronics weiß ich es jetzt zum Beispiel ganz direkt, da kann man mit PayPal zahlen. Das hat man meistens sowieso, wenn man eBay hat. Oder man kann sich mit einem Amazon-Account einloggen. Den dann, eins von beiden habt ihr dann ja wahrscheinlich eh. Und eBay und Amazon nehmen halt 15% Gebühr von dem Verkauf und das ist wahrscheinlich, also ich kann es nicht genau sagen, aber wahrscheinlich ist das hübsch die Gewinnmarge von den Leuten. Lass mal 17% oder 18% sein, dann haben die noch 3. Also ich finde das immer gut, wenn man einen Hersteller hat, der im eigenen Land ist oder einen Vertriebler, ich weiß schon, das Zeug wird alles in China hergestellt, aber ich finde das eigentlich ganz schön, wenn die einen guten Job machen, wenn die gute Produkte haben und hey, das schaut euch das Video bis zum Ende an, es ist genial. Dann finde ich es, sollte der auch ein bisschen gepusht werden. Wenn einer Shit verkauft, wie das zum Beispiel bei dem Chinese Solar Panel mal war, dann sollte das aber auch in die Öffentlichkeit getragen werden, damit die Leute eben dann sich nicht ärgern, weil sie dort was Überteuertes gekauft haben. Also überlegt euch mal, ob ihr eventuell direkt auf der Seite was bestellt, muss ja jetzt nicht das Panel sein oder so, und eventuell eBay und Amazon mal so ein bisschen außen vor lasst, dass ihr einfach bei uns und bei den guten Herstellern, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt, kann ja auch Bassbar, batteriebilliger.de oder irgendwas sein, ist ja völlig egal, dass ihr diese Firmen ein bisschen unterstützt. Die wollen ja auch leben, sind ja normale Leute. Gut, jetzt gehen wir nach draußen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich hatte eine helle Freude, glaubt mir. So, es ist richtiger Herbst. Irgendwo da müsste die Sonne sein. Nix. Da hinten der Baum hat auch schon alle Blätter verloren. Also heute ist so richtig Streik der Sonne und das ist eigentlich der perfekte Test. Gut, ich muss natürlich jetzt dann so ein bisschen aus der Sonne gehen oder aus der Nichtsonne. Aber vorher nochmal zum Zeigen. Die stehen jetzt seit 4 Wochen, stand die Camping Solarbox jetzt im Keller. Man sieht das, die hat auch Staub angesetzt. Aber die LiFePO Akkus da drin haben immer noch 13 Volt. Das ist noch nicht aufgeklemmt. Das mache ich jetzt. Und wir werden jetzt gleich hinten, ah, hört's schon. Nein, Fokus. Aha. So, also nur damit ihr das nochmal seht. Ich habe jetzt hier das 80 Watt Panel hier rausgenommen. Da soll ja das 100 Watt Panel irgendwann hin. Und jetzt schauen wir mal, was er sagt.
3,4 Watt. Ich habe das Gefühl, dass ich da immer im Weg bin. Und jetzt habe ich einfach mal die beiden Panels ausgetauscht. Ich habe allerdings das 80 Watt Panel vorher nochmal geputzt. Wobei ich nicht so genau weiß, ob das heute überhaupt noch als Diffuslicht gilt, weil das ist ja eigentlich nix Licht. Aber auch dieses Panel hat, jetzt stand ich wieder im Weg, es waren gerade 2,9, jetzt sind es 2,5. Okay, so, also ich habe jetzt mal den Winkel mal noch ein bisschen angepasst, so wie da hinten sozusagen an der Wand die Panels. Schauen wir mal, ob das besser geht. Ja, 3,5 Watt. Das ist doch spitze. Nein, Fokus, jetzt sind es noch 3,3. So ein Mist. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. 3,4. Also man kriegt aus diesen Panels, wenn man gute Panels hat, echt immer was raus. 3,5. Jetzt werden wir da das 100 Watt Modul nochmal anwinkeln. Aber ich glaube, jetzt wird auch der Nebel gerade ein bisschen lichter. So, und jetzt auch nochmal das mit den neuen Busbars mal im Winkel verändert. Schauen wir mal. 4,2, 3,5. Bin ich schon wieder im Weg? Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt, wenn ich die Kamera drauf halte, wird es weniger. Zier dich nicht. Es wird nicht besser. Ich sehe, also das ist tatsächlich der Himmel. Guck, da sind die Bäume. Also da sind die Bäume, die Häuser. Es wird nicht besser. Ich habe jetzt mal den Winkel ein bisschen verändert, dass ich hier nicht immer im Weg bin. 4,1 Watt. 3,9, 4,1. Wir wissen ja immer, wenn ich die Kamera hinhalte, gehen die Werte ein bisschen runter. Ist halt ein schüchterner MT50. Das ist jetzt wieder das mit den neuen Busbars. Also, und jetzt traut sich tatsächlich ein Flieger zu landen. Wo ist er? Den könnt ihr im Nebel gar nicht sehen. Uiuiuiui. Ne? Keine Ahnung, wo ist der? So, und da ich die Zeit einmal kurz nutzen möchte jetzt, habe ich einfach mal beide Panels in einen String geschalten. Ich weiß, das ist total sinnlos, weil 80 Watt mit zwei Busbars, 100 Watt mit neun Busbars, aber egal. Und jetzt ist der Aufbau schon wieder anders. Aber wir haben 6,9 Watt. Fokus. Also ihr habt das hoffentlich gecheckt, das ist kein repräsentativer Test. Es ist nur heute einfach das Wetter so, wie es ist. Und deswegen wollte ich gern das einfach mal draußen aufbauen. Ich möchte natürlich 100 Watt Panels gegen 100 Watt Panels antreten lassen, das ist ja klar. Aber wir haben jetzt schon gesehen, egal was ich da für Panels genommen habe, von halt eben Solartronics, weil im Moment habe ich nichts anderes, kommt man eben selbst bei solchem Wetter, wo nix Sonne ist, tatsächlich zu seinem Ergebnis. Und stellt euch mal vor, ihr habt von den 100 Watt Panels, was da 4 Watt bringt, 10 Stück, dann habt ihr trotzdem eure 40 Watt. Es sind 2-3 LEDs, die da leuchten, aber immerhin, es ist nicht nichts. Und wir haben jetzt, ja, jetzt wird es wieder komplett dieses, jetzt habe ich nur noch 3,9 Watt im ganzen String, den ich hier kurz gebaut habe. Aber wir sehen, wenn ihr gute Panels habt, bringt das eben halt was. Und das ist halt in den älteren Generationen nicht so. Also wenn man jetzt gebrauchte Panels kauft, muss man halt wissen, okay, gebrauchte Panels haben halt den guten Preis. Aber ich habe eben halt den Nachteil, dass ich dann eventuell bei genau solchem Wetter nichts habe. Dann halt wahrscheinlich mehr Panels und bei Sonne wieder ein bisschen mehr Ertrag. Je nachdem, ne? Das ist halt die Frage. Ich denke, dass ich mit der Konfiguration sehr gut durch den Winter komme. Und das ist ja meine Hoffnung, oder durch den Herbst. Da hinten ist Freilassing und da kann man sehen, warum heute so Diffuslichttest war. Weil da brutalst der Nebel über der Stadt hängt. Wahnsinn. Jetzt schaut euch das mal an. Das ist immer noch nicht verzogen. Ich hatte vor, noch über Mittag noch einen Test zu machen, wenn die Sonne vielleicht so, was weiß ich, zu 50% rausschaut oder so. Aber das kann ich immer noch vergessen. Jetzt fahre ich da voll rein. Der Versuchsaufbau. Und jetzt schauen wir mal, was da jetzt an Leistung kommt.
97 Watt aus einem 100 Watt Panel. Aber ich glaube, da geht sogar noch mehr. So, ich habe den Winkel noch mal kurz verändert. 98,3, jetzt 98 Watt. Mittlerweile kann man übrigens auch die Flieger erkennen, wenn sie starten. Also das ist natürlich richtig cool. 98,6. Cool. Aber nochmal das 80 Watt Panel ranhängen, klar. Ich habe jetzt mal spaßenshalber das Panel da vorgestellt, wollte gerade abbauen, aber jetzt zeige ich euch mal, was eine gute Technologie und Bypassdioden so können. Also das Panel ist verschattet, okay? Also verstellt. Da dürfte jetzt eher nichts gehen. 1,6 Watt. Schieben wir es noch mal ein bisschen rüber. So, jetzt haben wir wirklich nur noch eine Zelle frei, eine Reihe. 1,3 Watt. So, also jetzt haben wir das 80 Watt Panel angesteckt und jetzt haben wir einen technologischen Unterschied. Das 80 Watt Panel hat zwei Boostbars und wir sehen jetzt 61 Watt, was auch okay ist. Aber eben an dieser Stelle eben nicht annähernd an die 80 Watt. Und das ist jetzt dann der technologische Unterschied. Diffuslichtfähig sind sie beide. Das muss man wirklich sagen. Aber jetzt tatsächlich maximale Erträge bei gutem Sonnenschein und stabile Erträge bei Diffuslicht. Also das ist, jo, finde ich cool. Aber natürlich habe ich dann genau in dem Fall im Herbst, wo ich nur wenig gute Sonne habe, natürlich mit dem technologisch besseren, neueren Panel riesige Fortschritte oder Vorteile. Ist ja logisch. Krass, oder? Junior fährt fleißig Dreirad. Und ich habe jetzt das Panel einfach mal noch ein bisschen stehen lassen. Das andere ist schon wieder weg, habt ihr ja gesehen. Jetzt schauen wir mal. 95,6. Also in der knallharten Sonne liefert das Solartronics Panel genau das, was am Papier im Prinzip steht. Wahnsinn. Voll cool. So, liebe Leute, wie fassen wir das jetzt zusammen? Also steht noch da. Ich lasse jetzt einfach noch ein paar Minuten laden, macht ja nichts. Kindi ist im Garten. Aber was ich sagen muss, ist, diffuslichtmäßig waren die immer schon sehr, sehr stabil, Solartronics. Ich merke, dass ich ganz, ganz dringend andere Module zum Vergleichen brauche, weil ich habe mittlerweile nur noch Panels, die wirklich alle was bringen, wenn es Diffuslicht ist. Aber wir haben hier natürlich jetzt den Fall, in dem Moment, wo die Sonne rauskommt, geht dieses Ding auf im Prinzip fast 100% der Angabe, die da hinten auf dem Kleberli steht. 100%! Das ist cool, das ist super cool. Ja, und dementsprechend kann ich natürlich auch mehr ernten, wenn dann was ist. Also es ist eben gerade eben nicht mehr so, dass man so, ja, da stehen 100 Watt drauf, 80 Watt. Nein, wenn du ein gutes Panel hast, und das ist ja sowohl bei den Trinas so, als auch eben bei diesem neuen Panel da der Fall, dass du dann eben genau das auch kriegst, was auf dem Kleber steht. Jetzt nicht im Hochsommer, wenn da, keine Ahnung, das Panel auf 50 Grad ist oder so. Das ist ja dann auch nicht unser Problem. Aber gerade in dem Moment, wo ich wenig Sonne habe und dann kommt die Sonne, ich brauche alles, was ich kriegen kann, sollte man da auf Qualität achten. Boah, ich freue mich so auf den Vergleichstest. Das wird legendär. Ich merke schon, das ist die Idee, die ist in mir so gewachsen. Das muss ich jetzt definitiv angehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.